A2.4. Berechnen Sie den Flächeninhalt A der Trapeze ABNCND in Abhängigkeit von x. Und das Ergebnis steht auch schon da. So, schauen wir uns nochmal das Trapez an. Ja, für die Trapezformel brauchen wir ja, können wir eine Formelsammlung nachschauen, ist gleich 1/2 mal, Klammer auf, die Summe der beiden parallelen Seiten, Klammer zu, mal die Höhe. 1/2 mal, so die parallelen Seiten sind die Strecken AB und die Strecke CD. Und dann brauchen wir noch die Höhe, das ist die Strecke DL. So, das heißt nur in Abhängigkeit von x. Das heißt, wir müssen die Veränderung mit x hier mit einrechnen. Als Streckenlänge hier haben wir also 9 plus x. Ja, kommt irgendein Wert x dazu. Die Strecke DC bleibt ja immer 4,5 cm, die verändert sich nicht. Aber die Höhe DL, die verkürzt sich um x cm. Also, die DL war 4 cm, also 4 minus x. So, schreiben wir es nochmal auf. A Trapez ist gleich 0,5 mal die erste Strecke, parallele Strecke war die Strecke ABN plus die Strecke CNDN mal die Strecke DNL. Setzen wir die Werte ein. 0,5 mal. So, ABN haben wir jetzt gerade gesagt, sind die 9 cm aus AB plus x durch die funktionale Abhängigkeit. Dann plus 4,5 aus der Strecke CNDN, die ist ja immer gleich, und mal die Strecke DL sind 4 cm minus die x aus der funktionalen Abhängigkeit. So, jetzt gilt es, das noch zu vereinfachen. 0,5 mal schreibe ich einfach ab, jetzt löse ich erstmal die innere Klammer auf. 9 plus 4,5 sind 13,5 plus x, Klammer zu, mal 4 minus x. Jetzt ausmultiplizieren, diese 0,5, entweder ich rechne zuerst 0,5 mal die erste Klammer oder die beiden Klammern aus, das ist vollkommen egal. Ich mache es mal mit der ersten Klammer, 0,5 mal 13,5 sind 6,75. Habe ich hier die Klammer drumherum nicht vergessen. Und 0,5 mal x sind plus 0,5x. So, mal 4 minus x. Jetzt noch Summenterme multiplizieren, das heißt, jeder Summanden aus der ersten Klammer mit jedem Summanden aus der zweiten Klammer multiplizieren. 6,75 mal 4 sind 27. Dann 6,75 mal minus x sind minus 6,75x. 0,5x mal 4 sind 2x. Und 0,5x mal minus x sind minus 0,5x². So, jetzt noch zusammenfassen und sortieren. Wir fangen mit minus 0,5x² an. Dann minus 6,75x plus 2x sind minus 4,75x. Und plus 27 am Schluss auch noch hin. Einheit noch ganz am Ende. Quadratzentimeter vergleichen wir mit oben, ist genau die Formel, die hier angegeben ist als Zwischenergebnis.